Willkommen zu einer neuen Folge Avorion mit mir, dem mächtigen Brancor. Es gab einschneidende Veränderungen. Also bleibt dran, es wird interessant. Mein nächstes Ziel, um die Flotte auszubauen, ist es einfach mal besseres Material zu finden. In dem Fall Titan, als auch Waffen und Ausrüstung. Um die Sache zu vereinfachen, habe ich jetzt erstmal eine kleine Spähreise gemacht und habe jetzt mal hier das Gebiet um meinem Anfangssektor ausgekundschaftet. Dabei habe ich das komplette Gebiet der Kirche, sag ich mal, erkundet. Auch einige der Nachbarn kennengelernt. Und wie man sehen kann, sind sie soweit freundlich bis launenhaft, aber nicht wirklich feindlich. Und wie man sehen kann, auch hier zwei Sprünge runter, habe ich auch schon direkt den Heimatsektor der Kirche gefunden. Hier befindet sich auch gleichzeitig das Hauptquartier, dem ich auch gerade befinde. Das Besondere an diesem Sektor ist jetzt nicht wirklich, dass jetzt hier ein Hauptquartier steht. Das ist einfach jetzt nur, ich sag mal, hier wohnt eben halt der Kopf der Familie oder was auch immer halt man die Politik hier nennen könnte. Aber was interessanter ist halt hier eine kleine Forststation, die ich gefunden habe. Aber zunächst einmal, wie immer, wenn man gerade dabei ist, etwas zu erklären oder was zu bauen, es kommt immer ein pöbelnder Haufen, in dem Fall ein paar Piraten, die einem auf den Sack gehen. Na gut, die tun mir zwar jetzt diesmal nicht wirklich was, aber ich brauche das Kopfgeld, um meine bleibenden Unkosten zu decken. Und wie ich sehe, sind auch schon die Sektorenflotten auch fleißig dabei, hier zu verteidigen. Aber egal, ich habe das Preisgeld gekriegt. Ich meine das Kopfgeld. Ja, was werden die Leute nur ohne mich? Aber wir sind abgeschweift. Was ich euch genau zeigen wollte, war das Forschungslabor. Das finden wir hier irgendwo, aber zunächst einmal werde ich einfach meine Flotte, die ich mitgenommen habe, ein paar Aufgaben geben. Erstmal das erste Schiff abwracken. Das zweite Schiff, das hinter den Asteroiden da irgendwo rumsitzt, die ich jetzt nicht anwählen kann. Das ist wieder der klassische Vorführeffekt. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen durchswitchen, um das Schiff zu bekommen. Und nee, 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 nee. Da ist es, genau. So, und du auch abwracken. So. Da ich ein sehr bequemer Mensch bin, lasse ich einfach gerne meine Flotte, sag ich mal, die Arbeit machen, bevor ich jetzt hier einfach nur sinnlos vor einem Schiff rumsitze, was grinde und euch erzähle, was ich vorhabe, weil ich gerade am Grinden bin und es nicht tue. So. So, wie ihr sehen gehabt, habe ich jetzt noch weitere Geschützturmkontrolle. Die ist nämlich sehr gut. So, Forschungsstation. Für die Leute, die jetzt Avorion noch nicht kennen, eine der Besonderheiten ist hierbei, dass man auch, ich sag mal, Waffen nicht nur produzieren kann, sondern auch weiterentwickeln lassen kann. In dem Fall braucht man nur eine Forschungsstation. Wie beschreibe ich das Ding eigentlich am besten? Es ist in dem Sinne mehr sowas wie ein Glücksspiel. Und zwar, man findet halt recht viel Müll nach jedem Kampf. Ich sag mal, Müll ist in Gänsefüßchen mal gehalten. Das heißt praktisch, ich habe einmal hier verschiedene Kontrollsysteme als auch Waffen, die zwar gut sind, aber im Endeffekt, sag ich mal, Müll in dem Sinne, weil ich habe Besseres oder ich habe von den Waffen so viel, dass ich sie nicht alle gebrauchen kann. Bevor man sie aber verkauft, ist eigentlich so eine Forschungsstation der bessere Umschlagort, um die reinzusetzen. Weil die ist halt wie ein Glücksspiel, wie ich schon sagte halt. Also, wir gehen einmal hin, forschen. Jetzt habe ich die Möglichkeit bis zu 5 Objekte eben halt in die Trommel reinzuwerfen. In dem Fall nehmen wir mal die Geschützkontrollsysteme, davon 3 Stück. Das ist die Mindestanzahl, die man braucht. Geht auf Forschen und schwupps, bekomme ich ein besseres. So einfach ist die Sache gegessen. Das Ganze ist halt, wie gesagt, ein Glücksspiel, weil praktisch man kann 3 Stück reinsetzen. Ich würde mal sagen, zu 60% Wahrscheinlichkeit kann es was Besseres werden, wenn ich 3 gleichwertige benutze. Es kann natürlich auch etwas Schlechteres kommen, wenn ich jetzt, sag ich mal, die ein bisschen zu vermischen, wie beispielsweise 2 Grüne, ein Weißes. Aber mal sehen. Gucken wir mal durch die Waffen durch. Ob ich hier was Interessantes habe, was ich mischen könnte. Und wie man sehen kann, habe ich hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe eigentlich nicht mehr so eine große Auswahl. Aber mal sehen. Irgendwas wird sich noch finden, was man hier mischen kann. Also als Beispiel. Nehmen wir einfach mal hier die beiden Hochleistungsgeschwindigkeitsmodule und dazu noch hier den Sprungmodulkontrolle. Und seht ihr da, das hat sich nicht gelohnt. Man kann auch Waffen und Systeme beispielsweise mischen, um beispielsweise den Waffen Besonderheiten zu geben, wie beispielsweise Schildbrecher, Höhlenbrecher oder Selbstlenken, aber ich habe noch keine Ahnung, ob das, sag ich mal, wirklich im Spiel implementiert ist oder einfach nur zufällig ist, wenn ich da die Sachen mische.
Aber zuletzt sage ich mal, es lohnt sich auf jeden Fall einfach nur mal das auszuprobieren. Weil mit etwas Glück kann man da wirklich verdammt geile Sachen bekommen, die man wirklich im Spiel dann eher als einmalig bezeichnen könnte. Nun gut, ich werde noch ein bisschen weitersuchen, aber zuerst einmal wieder zur Karte. Vom dem Sektor aus gesehen werde ich mal die Hypersprungstraßen nach Westen benutzen und dann Richtung Süden abdriften. Dort habe ich nämlich ein paar Asteroidenfelder gesehen. Da gibt es eben halt ein paar auch Titan. Und vielleicht, wenn wir auch dann direkt hier in das feindliche Sektoren reingehen, die etwas südlicher liegen. Aber mal schauen. Erst einmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Ich habe jetzt hier in dem Sektor auch, wo ich mich jetzt befinde, einfach mal den Asteroiden gefunden. So. Ich habe schon eine gute Beziehung zur Kirche, aber die zahlen auch verdammt gut dafür, dass die eben halt den Asteroiden bekommen. Schließlich ist das auch in ihrem Sektor. Ja, das Emirat, sage ich mal, könnte ich ein paar Pluspunkte sammeln, aber den ist mir jetzt praktisch erstmal Hupe. So, 300.000 haben wir jetzt schon mal. Das ist schon mal eine gute, ordentliche Summe. Die anderen Fraktionen, sage ich mal, die hat jetzt nichts dagegen, dass ich den verkauft habe. Haben sie halt einfach Pech gehabt. Passiert halt. Aber das Wichtigste ist erstmal hier, ich brauche mehr Titan. Ich habe zwar jetzt schon hier 10.000 eingesammelt, weil dieses Gebiet hier lohnt sich einfach nur mal zum Abfarmen. Hier liegen mehrere größere Eisenasteroiden als auch Titanasteroiden. Im Grunde also praktisch wirklich nur, fliegt einfach Richtung Zentrum der Galaxie. Und schon habt ihr, sag ich mal, den Vorteil, dass ihr irgendwas da findet. Auch hier ist sehr schön zu sehen, anhand der lila punktmarkierten Reihe, da bin ich jetzt eben halt entlang gesprungen, um da hinzukommen. Und ich glaube, im nächsten Sektor, wenn ich jetzt hier runtergehe, da werde ich wahrscheinlich dann auch Naoid finden. Aber natürlich auch dann stärkere Feinde und vielleicht auch Schiffe, die eben halt nicht nur Schilde haben, sondern auch mal locker 10.000 bis 15.000 Hitpoints. Das heißt also, kurz gesagt, mit zwei Kanonen werde ich hier nicht wirklich viel reißen können. Es sei denn, ich habe zwei ordentliche Railguns, aber die werde ich wahrscheinlich nicht auf diesem Schiff montiert kriegen. Geschweige denn mit Energie und sonstigen Equipment noch versorgen können. Aber das Wichtigste ist erstmal, wir brauchen erstmal wieder Personal. Das sieht auch nicht so besonders gut aus hier in der Ecke. Das heißt also, ich muss mal wieder auf ungelerntes Pack ausweichen, bevor ich dann eben halt dann geschultes Personal einstelle. Und was haben wir denn da für eine tolle Meldung? Ha, die Wracks sind weg. Da habe ich eine Idee. Da gibt es nämlich schöne Asteroiden, wie den hier aus Titan. Und kommt her, meine Lakaien, und frisst diesen Meteoriten auf. Das ist eine Sache, die ich noch an diesem Spiel vermisse. Einfach mal so ein schöner Kreis, dass man sehen kann, wo man die Schiffe sind, anstatt irgendwo am Bildschirmrand nach den passenden grünen Objekten zu suchen. So, abbauen. Und du? Komm mit dem Asteroiden hervor. Da ist er. Wenn ihr Schiffe angeht in eurer Flotte habt und denen sagt mal, sie sollen zu euch kommen, dann fliegen sie mit Maximalgeschwindigkeit zu euch hin. Ansonsten dümpeln sie halt mit einem Drittel der normalen Geschwindigkeit, die sie haben, zum nächstliegenden Asteroiden oder Schiff, je nachdem, was ihr für ihn für einen Auftrag gegeben habt. Und nicht wundern, ich spule mal vor, während ich auf meine Schiffe warte. Und siehe da, da sind auch die Schiffe mit Vorspulgeschwindigkeit. Gut, ich habe die jetzt extra mal zu mir gerufen, damit die jetzt hier direkt bei dem Titan-Asteroiden anfangen abzubauen. Ansonsten, sobald man ihnen einen Auftrag gibt, einfach nur abbauen, dann fliegen sie halt zum nächstliegenden Asteroiden. Leider natürlich nicht. Also das wäre auch noch eine schöne Sache, die noch kommen soll. Bitte nur diese und diese Asteroiden als primäres Feld erstmal einsammeln. So, wieso brauche ich eigentlich so viel Titan, fragt ihr euch wahrscheinlich. Und ich habe ja schon mal angedeutet, ich brauche was Größeres. Und ich habe vor, auch dieses größere Schiff jetzt zu bauen. Aber, naja. Erst einmal hier in Ruhe genießen wir mal die Zeit und fräsen diesen Asteroiden auseinander. Nein, keine Sorge, ich werde jetzt nicht hier die Zeit mehr verbringen, hier Asteroiden abzufragen. Ich werde mal direkt vorspulen. Und da sind wir wieder. Ich bin jetzt zur nächstbesten Station geflogen, wo ich mir erstmal ein kleines Personalkontingent einholen kann für mein nächstes Schiff.
Das Schiff, was ich jetzt baue, ist jetzt nicht in meiner Flotte zuständig, sondern es wird ein Allianzschiff sein. Die Faust des Sprengkorps. So. Und siehe da, die Einheimischen mögen die Allianz Lords of Mayhem noch nicht. Das muss ich natürlich auch noch ändern. Aber gut. Was ist jetzt eigentlich noch passiert? Ich wollte jetzt einfach mein Schiff bauen. In dem Fall ein kleines Kriegsschiff, das mehrere Kanonen tragen kann. Und da es ein Allianzschiff ist, hat sie ihre eigene Kasse. Wie man sehen kann, sind hier 10 Millionen vorhanden, 50.000 Eisen, aber im Endeffekt ist das noch nicht das, was ich brauche. Ich brauche nämlich Titan. Und das zahle ich jetzt hier in die Bank ein. So, einmal 10.000. Jetzt kann ich nämlich das Blueprint laden, was ich nämlich vorhabe. Ja, genau, das Kettensymbol. Und 10.064. Ich liebe es. Gut, wir gehen also mal zur Allianzbank. Werden einfach noch eine Einzahlung tätigen. Und da ist das Feld. Nochmal 100. Jetzt bauen wir mal das Schiff. Wunderbar, hat ja geklappt. Die Faust des Sprengkorps. Ich habe für das Schiff noch keinen richtigen Eigennamen. Es handelt sich hierbei um eine Art, ich weiß nicht, ob es Korvette oder Fregatte eigentlich passend ist. Hauptsächlich ist das Schiff wirklich halt schnell, wendig und kann ordentlich viele Kanonen mitschleppen. Und es ist wirklich ein eigenartiges Gefühl, wenn man einen lahmen Pott wie die Raccoon fliegt und jetzt so etwas. Gut, ja, nehmen wir ein paar Ingenieure. Noch ein paar ungebildete Leute, das sollte dann reichen. Und wir haben viel zu wenig Personal. Wir brauchen mindestens 10 Ingenieure, 11 Mechaniker und ganz schön viele. Und da sind natürlich schon wieder irgendwelche Piraten. Gut, als erstes nochmal schnell einkaufen. Wo sind denn die? Ich habe eben noch Schießereien gehört und ja, Zotaner sind es schon wieder. Gut, bevor wir jetzt also praktisch hier das Schiff nur ausrüsten können, werden wir mal eine provisorische, schnelle Ausrüstung reingeben. Wir nehmen einfach mal die besten Kanonen, die wir zur Verfügung haben. Ja, das sollte reichen. Ja komm, 4, 5. So, gib mir mal so 6, 7, 8, 9 Ingenieure. Nochmal so 10 normale Leute. Wir brauchen Lieutenants, Mechaniker. Okay, Minimumbesatzung ist drin. Den Rest hier in Feuerkraft rein. Stimmt, Bergbauleser habe ich auch noch. So, eine Kanone, die kommt hier vorne rauf. Die nächste Kanone tue ich dann auf das nächste Podest drauf. Die Podeste, sag ich mal, sind einfach nur dafür, damit ich hier etwas hübscher aussehe, wo man die Waffentürme draufsetzen kann, bevor man die irgendwo draufknallt. Aber im Grunde kann man die Waffen draufsetzen, wo man gerade lustig ist. Und ich kann keine Türme mehr setzen, weil ich brauche eine Geschützkontrolle. Und die ist noch in meinem eigenen Safe drin. Aber das wird erstmal warten müssen. Ich hole mir erstmal ein paar Abschüsse. Und siehe da, die Zotaner finden das nicht cool, dass die Lords of Mayhem gegen sie sind. Dafür mögen die anderen beiden Fraktionen es, wenn ich die Zotaner kaputt mache. Ja, so einfach funktioniert Diplomatie. Gut, wir rüsten weiter aus. Wir brauchen eine Geschützkontrolle. Da haben wir sie. Noch mehr Waffen. Ja, wo sind die denn? Das ist gut. Ja, Schilde brauche ich noch nicht. Oh ja, Radar ist auch wichtig. Und Energie. So, insgesamt kann ich hier 4 Slots einbauen. Ist aber nicht so wichtig fürs Erste. 3 reichen schon mal. So. Und jetzt zur letzten Ausrüstung. Erstmal hier den... Da ist der Bergbauleser, der muss da weg.
Dafür kommt da jetzt ein schönes Geschütz drauf. Schön symmetrisch, drei Stück. Noch ein viertes habe ich irgendwo. Ja. Das kommt hier vorne. Wunderbar. Vier Geschütze. Und links und rechts kommen dann hier nochmal die Abwrackläser. Wenn ich also allein unterwegs bin, dann werde ich mit dem Schiff auch noch hier das eine oder andere Schiff damit auch noch auseinandernehmen, wenn ich jetzt kaputt geschossen habe. So. Mein erstes Kriegsschiff ist einsatzbereit. Und wie man sehen kann, mit ein bisschen Schub nach vorne kann man hier schon locker die 200, 300 Meter die Sekunde schaffen. Also das ist praktisch wirklich eine fliegende Rakete. Wer einmal mit diesem Schiff hier volle Boost nach vorne gibt, der wird einfach direkt merken, dass die Korrekturschubdüsen nicht stark genug sind, das Schiff direkt auch genauso schnell abzubremsen. Was aber nicht so schlimm ist. Dafür kann man praktisch uns um die eigene Achse recht schnell drehen und dann mit dem Haupttriebwerk auch gegenzünden, wenn wir eine Vollbremse machen möchten. Daher ist praktisch das Kampfverhältnis dieses Schiffes darauf ausgelegt, man wirklich halt mit einer recht hohen Geschwindigkeit um ein Schiff herumkreist und es dann eben halt beschießt. Auf die Weise, sag ich mal, hat man den Vorteil, dass die gegnerischen Kanonentürme, sag ich mal, nur langsam hinterher kommen und man auf die Weise auch dann schnell den toten Winkel des Schiffes, sag ich mal, eintauchen kann, um es dann eben halt schnell kaputt zu schießen. In dem Fall sind die Piratenschiffe wahrscheinlich wohl aus Pappmaschinen gebaut, so schnell wie sie kaputt gehen, aber egal, ich habe dafür ein ordentliches Kopfgeld gekriegt, ein paar schöne, seltene Ausrüstungsstücke, ja, das hat sich gelohnt. Wir können dann langsam auch unserem nächsten Ziel anfliegen. Das heißt praktisch weiterhin jetzt besseres Material suchen, bessere Ausrüstung. Wobei, die bessere Ausrüstung werde ich jetzt wahrscheinlich mir erstmal erarbeiten. Hallo User. So, als erstes, was ich machen werde, ich werde meiner Flotte hier Bescheid geben. Die sollen doch hier bitte die ganzen Wracks einsammeln und verwerten. Meine eigenen Schiffe werden mir jetzt in lila angezeigt. Das liegt daran, dass ich jetzt ein Allianzschiff fliege. Und dieses Allianzschiff ist jetzt meine eigene Fraktion, sag ich mal, als neutral definiert. Das heißt, auf die Weise kann ich auch erkennen, okay, es sind jetzt eben halt nicht Allianz-zugehörige Schiffe, aber sie sind halt, was meine sind halt eben halt freundlich gesinnt. So. Der Vorteil ist jetzt hierbei in der Allianz zu sitzen, ist halt, dieses Schiff kann jeder fliegen, der in der Allianz drin ist. Und gleichzeitig auch, alles was man in diesem Schiff tut, wird dann im Namen der Fraktion angestellt. Deshalb halt, ich kann jetzt hier eben halt den Leuten helfen, dann steigt die Fraktion im Positiven. Wenn ich hier natürlich jetzt plündernd und marodierend durch den Sektor jage, werden sie alle die Allianz hassen. Nicht aber mich, weil ich wieder in meinem normalen Schiff drin sitze. Dafür aber jeden anderen, der jetzt eben halt das Schiff fliegen möchte. Aber gut, soviel zur Kurzerklärung. In dem Fall, eine Allianz zusammenzuspielen, hat also Vorteile als auch Nachteile. Man muss also praktisch sich darauf verlassen können, dass die Leute, die Mitglied sind, auch ordentlich arbeiten. So, kommen wir zurück zum Schiff. Wir müssen das ein bisschen umrüsten. Das heißt also erst einmal hier, ja, ich brauche ein paar mehr bessere Kanoniere. Ein paar ordentliche Mechaniker. Ingenieure habe ich jetzt genug. Ja, Leutnants brauche ich auch noch, weil ich brauche hier um die 30, 40 Mann, um das Schiff bedienen zu können, wenn es mal voll ausgerüstet ist. So, hier gibt es so Ingenieure und Kanoniere. Das ist schon mal ein guter Schritt für den Anfang. Wir werden also praktisch noch weitere Stationen abklappern und dann eben halt das passende Personal zusammenfinden. So, erst einmal andocken. Und hier muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein. Wie ich schon erwähnte, das Schiff fliegt sich etwas stürmischer, sag ich mal. Gut, als erst einmal nehmen wir mal die Kanoniere mit. Insgesamt brauchen wir pro Kanonenturm zwei Leute, das heißt praktisch ein Level 1 Kanonier kann eineinhalb Arbeitskraft mitbringen, also das heißt mit zwei Kanonieren beschäftige ich drei Arbeitsplätze. Ja, es reicht auf jeden Fall, um vier bis sechs Kanonen zu bestücken. So, dann erstmal hier das ganze Personal abziehen, was ich eben halt so nicht brauche. Es gibt jetzt hier keinen Vorteil auf die Kanonen, wenn ich praktisch mehr Personal draufpacke. Also im Endeffekt kann ich jetzt nur mehr Geschütze mit weniger Leute bedienen, wenn ich, sag ich mal, jetzt hier hoch ausgebildetes Kanoniere habe. Dasselbe ist halt auch bei Bergbauleuten. Ingenieure und Mechaniker sind das Einzige, wo ich praktisch halt einen Bonus bekomme, wenn ich mehr als 100% Arbeitskraft eben halt aufbringe. Sei es halt durch mehr Personal oder eben halt durch Qualifiziertes. Und ja, ich würde mal sagen, ich fliege erstmal kurz nochmal zum Anfangssektor hin, um mir da ein paar Pluspunkte zu sammeln.
Und vielleicht finde ich ja doch auf dem Weg dahin noch was anderes, was gut brauchbar ist. Nun, wir kommen langsam dem Ende der heutigen Folge von Avorion. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich wie immer über einen Like und oder schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentarfelder. Ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, wie ich meinen Weg ins Zentrum noch weiter planen werde, aber ich kann mir hier noch einen großen Krieg, viel Zerstörung, eine Schneise aus Trümmern recht gut vorstellen. So als ein glücklicher Szenario. So, das Schiff, was ihr hier dazu seht, das gibt es auch im Workshop zum Download. Den Link dazu findet ihr auch in den Kommentarfeldern. Und so viel zur eigenen Sache. Dann, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Euer Brancor.